So, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Transport Fever 2. Und ich habe tatsächlich einmal das Spiel laufen lassen. Also hier im vollen Modus. Dreifache Geschwindigkeit und hier vierfache. Und bin mal bis in die Gegenwart gerutscht. Ja. Also Tokio entwickelt sich. Also gut, das ist jetzt auch dann das Zwölffache von dem. Nee, obwohl eigentlich noch mehr. Das ist das 48-fache. Also die 48-fache Geschwindigkeit habe ich quasi genutzt zu dem, was wir jetzt haben. Und da geht es halt überhaupt nicht vorwärts. Also Tokio, ja, wird ein bisschen größer, aber erreicht nie das, was hier unten angegeben wird. Da gibt es tatsächlich andere Städte, die sich aber sowas von entwickelt haben. Und das würde ich gerne jetzt mit euch machen. Lass mich ganz kurz überlegen. Busan war es. Chongqing hatte ich, also jetzt in meinem Schnelldurchlauf, auch extrem nach oben gepusht. Ich weiß aber gar nicht mehr. Ach doch, ich weiß warum. Genau, Chongqing hatte ich nämlich auch einen Flughafen spendiert. Und diesen dann mit Peshawar verbunden. Weil da haben wir dann die Waren. Dasselbe können wir übrigens... Nee, Busan. Busan habe ich auch einen Flughafen gegeben. Aber ich weiß nicht mehr, warum Busan so in die Höhe geschossen ist. Also wahrscheinlich auch nur durch die Personal- oder durch die Personentransporte. Ja, gut, wir machen Chongqing. Und in Chongqing werde ich mal darauf achten, dass wir das mit dem Lärm hinkriegen, also mit der Emission. Da müssen wir einiges für umbauen. Oh, jetzt muss ich wissen, wo haben wir denn hier einen großen Flughafen? Ein bisschen kleiner. Wir müssen bei den Flughäfen nämlich einerseits darauf achten. Ich kann mal die Emission anmachen. Genau, da wo die starten, ist es deutlich lauter als da wo sie landen. Sieht man an diesem Kegel. Und der Radius nach oben ist halt nicht gerade klein. Wir sehen es ja auch, wenn wir hier uns den Wert angucken. Also normal, ich weiß nicht, warum hier auf dem Wasser zum Beispiel Emission ist oder hier, wo überhaupt nichts ist, aber okay. Also den Radius müssen wir quasi freilassen. Das wird schwierig. Aber wir können die Emission zumindest so sehr begrenzen, dass es nur eine Auswirkung von, ja, hier nicht minus 80 hat, sondern vielleicht nur minus 20, 30. So, das würde bedeuten... Oh, wir haben gar nicht so viel Geld. Machen wir, ja, mit Gütern. Also wir müssen eh beides bauen. Er müsste hier oben hin. Und... Ja, wir könnten ihn hier hinsetzen. Ach genau, das ist auch sehr, sehr gut. Chengdu Bauernhof, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt eventuell die Möglichkeit, Brote in Bengaluru herzustellen. Hier mit dem Schiff rüber und dann einfach mit dem, wahrscheinlich mit dem Zug. Oder mit LKWs, müssen wir gucken. Nach Bengaluru. Das ist eine sehr, sehr gute Industrie hier. Das machen wir auch später. Jetzt habe ich eigentlich minus 235 Millionen. Ich habe wahrscheinlich die ganzen Fahrzeuge immer noch ersetzt, ne? Ja. Alter, der transportiert auch gar nichts. Ach ja, die Industrie wollte ich abreißen. Ja, es sind 10%. Dö-düm-dö-düm. Jawohl. Ah, dieser Bahnhof. Das hier ist so sinnfrei. Der macht auch nur Minus. Hier, 1 Million.
Ganz ehrlich, das reißen wir jetzt ab. Das macht einfach keinen Sinn aus meiner Sicht. Wäre ich gleich für die Felder, die ich hier aufgerissen habe. Aber ja. Wir lernen ja. So. Achso, die Linie müssen wir natürlich auch löschen. Ja, ja. Alles gut. Und auf Wiedersehen. Ja, auf die 10% verzichte ich, weil. Ja. Es lohnt sich überhaupt nicht. Außerdem transportieren wir mit dem Schiff eh Sachen. Wahrscheinlich hier runter nach Suju. Ja, gut. Chongqing. Könnte man übrigens auch mit einem großen Flughafen verbinden. Das können wir dann durchaus machen. Gut, wir machen aber erstmal hier Chongqing. Also. Die Straße ist eh alt. Die muss abgerissen werden. So, dann machen wir erstmal einen Personenflughafen. Das Ganze wird dann mit einer Straße verbunden. Müssen wir uns mal angucken. So, wir gehen auf Landstraße. Machen wir gleich die große. Aber wir bauen erstmal den Flughafen aus. Also wir haben Personen. Wir brauchen Güter. Und vielleicht noch ein Terminal. Obwohl, wir haben zwei Terminals. Das ist okay. Einen Hangar brauchen wir nicht. Gut. Dann haben wir beides schon mal drin. So, dann hier. Die Hauptstraße. So, dann gehen wir hier einmal um Pudding. Und schließen uns hier vorne an. Ja, gut, komm, lass uns hier einfach alles machen. So lange wie es geht. Nee. Nee. Okay, geht nicht anders. So. Bitte und. Ah, hier den Mini-Teil noch. So, dann haben wir eine Anbindung. Planieren, glätten. Tut mir echt leid, dass ich das immer wieder mache. Tut's mir überhaupt nicht. Lüge. Ach, es dauert immer so lange mittlerweile, bis sich das hier aktualisiert hat. So, das können wir auch ganz entspannt hier alles noch anheben. Sehr schön. So. Emission gucken wir uns gleich mal an. Also jetzt ist die Emission bei 0, weil nichts fliegt. Da wird aber was kommen. So, dann brauchen wir eine... Und jetzt muss ich überlegen, ich würde wahrscheinlich direkt auf den Tram gehen. Ach so, stimmt. Wir brauchen auf jeden Fall noch so einen. Da wird auch nicht wenig... Warte mal. Plattform links, rechts. 30 Meter lang. So. Ich hätte gern noch eine. Mann, ey. Frosch im Hals. So, dann gibt es hier drüben noch mal ein paar Gebäude.
und eine Ausfahrt. So, vorne ist nur die Einfahrt, also hier quasi. Und hier hinten machen wir die Ausfahrt. So. Oh, krass. Okay, das wusste ich nicht. Schwierig. Ich wusste nicht, dass der auf den Beton das setzt. So, ich glaube, jetzt haben wir es wieder, ne? Ja. Warum erkennt er denn nicht, dass hier eine Station ist? Naja, strange. Also die Gebäude erkennt er anscheinend, aber die Plattform hier nicht. Guck mal, hier ist auch ein Baum. Ach, der ist in die Straße integriert? Nee. Doch. Cool. Stimmt, hier auch. Cool. Wusste ich nicht. Ach, ich habe auch die falsche Straße gesetzt. Oh. Die muss es sein. Schön, wenn man planiert, dass die ganzen Bäume wieder weggehen. Naja. So, okay. Dann braucht man eine Entladestation. Wir transportieren beides. Okay, also machen wir zwei. Dann kommt eine... Nö. Kommt eine hier hin und die deckt alles ab. Schön. So, dann die Tramstation. Die wird hier hinten wenden. Setzen. Also, ihr kommt dann hier unten an. Geht dann hier lang. Hier so ein bisschen durch. Da lang. Die Stadt wird deutlich größer. So. Okay, warte mal. Das müssen wir ändern. Mal so. Und dann ging es hier lang. Runter, rechts, hoch. Runter. Hier den Bogen. Und hier so im Zickzack. So. Tramdepot. Ja, können wir auch hier hinten hinsetzen. Da haben wir noch genug Platz. Vielleicht hier gegenüber vom Flughafen. Juzu nimmt jetzt Waren. So, wir machen erstmal die Tram. Ah, ich bin immer noch Fan von der hier, aber die ist nicht mehr allzu lange da. Ich weiß, also, ich weiß nicht. Ich habe dadurch, dass ich ja vorgespielt habe, weiß ich ja schon, was ungefähr kommt. Und unter anderem kommen auch nochmal neue Trams. Ja, sehr schön. Die auch, glaube ich, nochmal ein bisschen größer sind, als die, die ich jetzt habe. So. Chong, E? Ja. Ding, Ram. So, 288. Da geht's schon mal nach oben. Chongjing. Und was ist die andere? Chongjing 2. Ja, die werden am Anfang noch wenig Geld machen, wobei die ersten Menschen auch schon da sind. Und wir werden jetzt erstmal Personenflüge anbieten. Und zwar würde ich erstmal Richtung Peshawar gehen. Wir müssen ja nur auf zwei leisten. Mal gucken. Aber Passagiere, da kommen auch noch ganz, ganz tolle Flugzeuge dazu. Mir reicht erstmal eine Boeing.
nach Peshawar. Chongqing, Peshawar, Flugzeug. So. Wie gesagt, Chongqing dürfte jetzt richtig nach oben schießen. Wir werden ein Waren, also ein Paketflugzeug nehmen, Cargo, die Boeing. Und holen uns aus Peshawar die Waren. Chongqing. Waren. Ja, wir lassen einfach den Farbgenerator hier durchlaufen. Die lila-pinken Sachen müssten wir eigentlich gleich wieder erledigt haben. Achso, ja, klar. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein normales Depot. Und richten uns eine Variante ein. Aber ich kann auch hier irgendwas nehmen nochmal. Meinetwegen ihn hier. Nach hier. Chongqing. Waren-LKW. Mit Waren-LKW, das wird dann also nicht nur die Waren sein, sondern auch Baumaterial, was wir gleich noch holen werden. So, wir können jetzt mal gucken. Ah, guck mal einer an. Da geht's schon mal hoch. Und Emissionen? Ja, wunderbar. Ist noch außerhalb. Aber ihr seht schon. Die Emission steigt, liegt aber eher am LKW. Der Flughafen ist tatsächlich außerhalb. Schön. Sehr, sehr schön. So, ein Güter. Das ist ja bitter. Na gut, wir können ihn ja drehen. Ich müsste hinten die Bucht zumachen. So, und jetzt müsste der Flughafen eigentlich, jawohl, sehr schön auch passen. Landebahn ist mir, warte mal, die starten so, würden so, ja doch, sogar perfekt. So, nochmal eine Boeing. Das dürfte ein schöner Kreis werden. Ja, perfekt. Chongqing, halt, da fehlt irgendwas. Baumaterialien. Schön. So, dann gucken wir mal. Versand. Ja, Chongqing. Schon mal eine 2, eine 3. Jawohl. Es läuft langsam an. Die Abnahme ist aktuell bei 73, naja. Naja. Makulatur, so, warte mal. Oh nee, ich kann es mir nicht upgraden. Oh, die kleine Straße geht, oder? Ja. So, erweiter dich bitte, Chongqing. Warte, ich habe kein Geld. Alter, minus 12 Millionen. Gehen wir mal hier. Schnellere Geschwindigkeit. Damit wir hier wieder aus den Schulden rauskommen. Zack, sind wir hier bei plus 20 Millionen.
Da hatte ich schon wieder kein Geld. Mann, Mann, Alter. Hör doch bitte auf zu ruckeln. Ja, Terraforming ist echt nicht gut für die In-Game-Performance. Ja, gut, du hast noch keine Materialien. Die kommen aber. Ja, wie gesagt, es liegt. Also an der Tram liegt übrigens auch. Und an dem LKW. Warte mal, hat der Hafen. Oh Gott. Oh, ich erkenne Böses. Oder ich ahne Böses. Jetzt wird er hier wieder alles über 700 Wege transportiert. Naja, okay, aber die ersten Baumaterialien sind schon mal am Start. Warum denn? Hütten? Warum denn so wenig? Okay, die Lieferung ist auch nicht so pralle. Wo kommen denn die Steine? Von da oben. Ja, gut, dann müssen wir den hier auf jeden Fall mal erweitern. Komm, bist du nochmal 2 hinten ran. Weil spätestens, wenn jetzt Chongqing wirklich loslegt, dann brauchen wir richtig viele Steine. Jetzt fehlt noch hier hinten dran. Incheon nimmt jetzt Bahn. Ah, der ist minimal zu lang, glaube ich, ne? Ne, perfekt. 90%. Ja, es wird mehr. Es wird mehr werden. Produktion. Ich krieg auch vom Hangzhou-Steinbruch jetzt ab. Ach. Wie denn das? Ah, wahrscheinlich über irgendeinen Wald- und Wiesenweg schon wieder. Übrigens, das hier ist eine ganz, ganz grauenvolle Ecke. Als ich jetzt quasi so für mich vorgespielt habe, habe ich eigentlich 90% der Zeit nur hier hinten verbracht, weil das hier ist ein absolutes Moloch. Dazu kommen wir aber auch nochmal. Vielleicht machen wir das in der morgigen Folge mal. Das ist... wow. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ganz, ganz grauenvoll. Wird denn das nicht mehr? Musst du so erstmal nach und nach anwachsen. So, ein bisschen langsamer machen. 24 Millionen. So, die ersten. Ich bin verarschen. Ach, ich wusste doch, dass das alles wieder nicht so geht, wie es will. Ah, okay, er nimmt also Waren jetzt also mit nach Peshawar. Aber wo? Und dann? Er nimmt Baumaterial hierhin mit. Er kommt mit 2 Broten. Ach so, ja gut, der soll auch eigentlich nur Waren mitnehmen. 38. Chongqing, Peshawar, okay. Ein paar Menschen sind schon mal da. Shenzhen, Peshawar. Stimmt, da hatten wir nur so kleine Flugzeuge, ne? Ja. Können wir mal ersetzen durch größere. Kann ich mir nicht leisten, okay. Ja, wenn dann gleich die richtigen fetten Boeings. Oder ich nehme den A320. Ja, ich nehme mal die 320er Variante. Hier, geh los. Übertrieben.
Alter, 53% nur. Ah, die sind beide viel zu klein mittlerweile. Ah, müssen wir vielleicht auch nochmal korrigieren. Oh, bei 100. Ich kann einfach nur mehr Stahl produzieren. Aber an Stahl mangelt es hier nicht. Hier ist das Problem. Das hier ist das ganz große Problem. Ja, hier bräuchte ich einen zweiten. Aber ich bin zu blöd, das zu bauen. Ah, ich glaube, ich riskiere es nochmal, hier einen zweiten zu setzen. Ganz ehrlich, notfalls baue ich hier ein Parallelgleis und lasse zwei immer fahren. Aber hier mangelt es tatsächlich an dem Rohöl schon. Naja. Wie gesagt, Micromanagement, meine Damen und Herren. Okay, er nimmt vier Baumaterialien mit. Hier sind auch schon die ersten Waren. Volle Lotte, wollen die alle zum Flughafen? Und wir gucken mal, ja, uns das Diagramm an und sehen, es explodiert. Übrigens, nach Shenzhen könnten wir auch große Flugzeuge schicken, ne? Alter. Also die Kleinen sind immer noch zu klein. Auch tatsächlich die größeren Flugzeuge hierfür. Alter, Shenzhen ist aber auch so monströs groß. Ah, ich muss noch ein bisschen Geld verdienen. Ah, was ist da nochmal? Ah, 16 Millionen. Okay. Autosave. Na, komm. So, und davon müssen wir definitiv nur eins kopieren. Eher sogar zwei. Ah Gott, der Cashflow geht aber auch nicht wirklich nach oben, ne? Oh, da hat man kurz mal 12 Millionen, dann kamen wieder große Rechnungen. Six Miller, 6.5, 8, 13. Und wieder ins Minus. Ah, ich glaube, ich muss auch mal hier wirklich nach dem Ertrag schauen. Boah, der macht ja nur Minus. Oh, Chongqing nimmt Werkzeuge und Treibstoff. Auch gar nichts an. Boah, ist das läppisch, Alter. 11. Okay, warte mal. Die müssen wir ersetzen. So, irgendeine Kackbahn. Der kostet hier alleine schon 4 Millionen im Jahr. Und Cargo. Was transportieren wir denn? Lebensmittel, ne? Ja. So. Ich glaube, dann sparen wir uns jetzt mal richtig Geld. Weil einfach der Unterhalt auch 8-mal billiger ist als die anderen Dinger. Oh, die nehmen aber alles ab. Gut, da haben wir schon mal eingespart. Flugzeug, Tokyo Peshawar.
vielleicht eins zu viel mittlerweile. Okay, der hat 50. 25. 23. 1 löschen wir. Ja. Ah, ich hätte es einfach also auf eine andere Strecke geben können. Ah, egal. So, ja gut, das muss anlaufen. Boah, ich hoffe, das läuft irgendwann mal an. Novosibirsk. Treibstoff. Der macht auch Minus. Und zwar auch nicht gerade wenig. Hier unten. Ah ja, hier unten die Ecke würde fehlen. Gut, ich kann aber auch gerade nichts mehr setzen. Bahn höchstens ersetzen. So, da würde ich dann den setzen, aber dafür vier davon. So. Ist deutlich langsamer, aber kostet mich auch viel, viel weniger Geld. Auch der macht tropisch viel Minus. Boah, wenn man sich das mal anguckt, Alter, diese ganzen Dinger, die nicht funktionieren. Oh ja, sehr gut, 38. Der dürfte zumindest gleich mal ein bisschen im Plus sein. Gut, dann machen wir noch ganz kurz die neue Linie. Chongqing und Shenzhen. Chongqing, Shenzhen, Flugzeug. So. Neue Route. Ja, wie gesagt, hier muss unbedingt noch ein weiteres Flugzeug dazu. Aber das ist alles wieder Micromanagement, was wir dann morgen betreiben können. Naja. Es wird minimal mehr. Und Chongqing. Ah. Hier schon 80. Ja, hier kommen jetzt so langsam die ersten Sachen an. Sodass wir hier auch weiter nach oben gehen können. Ja, bin optimistisch, dass Chongqing sich sehr gut entwickeln wird. Und wir... Ach, guck mal. Oh, das ist ja simpel. Okay, dann können wir die Werkzeuge schnell mit dem LKW hier noch rüber liefern. Ah, Treibstoff wäre da oben. Ah, würde theoretisch sogar auch gehen. Ja, egal. Ganz kurz, wo ich Ankara sehe. 80, hervorragend. Gut, so, jetzt Feierabend. Bis morgen, mein Lieben, zur nächsten Folge Transport Fever. Adieu.